on video record. Yes. Ja, wie ihr es mitgekriegt habt, wir sind doch wieder relativ viel auf Achse. Und da muss ich mal sagen, dank euch. Danke, oder? Danke, danke, wirklich danke. Ein großes Danke und einen Applaus an jeden, der was da gespendet hat. Unabhängig von der Summe, sondern einfach in der kurzen Zeit, was da zusammengekommen ist. Ich habe natürlich auch dieses gewaltige Glück gehabt, dass ich diese Objektive, was wir gefeiert haben, eins habe ich der Lina gekauft, eins habe ich Gebrauch gefunden, Rucksack haben wir auch Gebrauch gefunden, relativ das gleiche Zeug gekriegt wie davor, wirklich cool. Ja. Und das mit dem Auto, wir auch was dazu haben, wir haben eine Scheibe gekriegt und die haben uns das gleich gemacht. Es ist jetzt 3 Wochen her, glaube ich, die ganze Misere und sind jetzt wieder am Stand davor. Also wirklich super cool und auch danke an unsere Sponsoren, die, was ich nicht vergesse, was uns die ganzen Sachen zugeschickt haben, Gott sei Dank waren die Radl noch da. Ich glaube, können wir das nicht so lustig finden, wenn keine Radl mehr da sind. Nein, Hookerbike hat uns da gleich mit den Träger wieder versorgt, VOD gleich mit dem Rucksack wieder. Es ist einfach echt ein Wahnsinn und uns hat das voll gestärkt, weil wir gesagt haben, so viele Leute haben uns zugeschrieben und gesagt, hey, echt scheiße, dass das passiert ist. Und wünscht man sich keinen und was tut man dagegen? Klar, ich meine, das Auto wahrscheinlich in einem Verschlag stehen. Auf jeden Fall ist es passiert, auf jeden Fall haben wir es aus dem März. Und auch danke an die, Entschuldigung, die keine Summe gezahlt haben, sondern einfach nur ins versucht haben, so zum Starken. Wahnsinn. Also Wahnsinn. Einfach so. Wahnsinn. Ja. Und generell, was man sagen muss, was ich gemerkt habe in dieser Corona-Zeit, die, was wirklich uns folgen, also was die Petra die ganzen Videos macht, jetzt da mit den Fotos und die Wiki, den ganzen Blog, die ganze Storyline auf Insta, die, was uns da noch so gestärkt haben und gesagt haben, cool, tat's da weiter, lasst euch nicht unterkriegen und wir verstehen das auch mit Österreich und Tirol etc. Das finde ich wirklich super, dass wir da auf dem Weg sind und dass sie viel inspirieren lassen. Wir waren heute da am Pfitscherjoch oben und ein bisschen weiter. Die Leute haben uns echt gut zugeredet und schon wieder gesagt, danke für die Inspirationen. Ich bin ja auch froh, wenn ich es kriege und das gibt uns echt wieder Kraft, dass das auch läuft. Und wir drehen um einiges nur auf dem Programm. Die Petra ist schon fleißig jeden Tag beim Videoschneiden. Ja, danke an Sie. Ja, da alles Material hat. Und das darf ich nicht unterschätzen. Die Videos schauen cool aus, aber ich möchte gar nicht wissen, was die da so Zeug zusammenkriegt. Und Schnacht huckt die da wirklich lange ab ein Zeug. Das ist nicht so. Und dank dieser YouTube-Geschichte sind wir jetzt auch mit den Spenden relativ weit gekommen, muss man sagen. Bis jetzt hätten die meisten wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Gar nicht aufmerksam gehabt, ja. Und das ist auch so läuft. Gott sei Dank sind wir froh. Wir werden auf jeden Fall weiter dran. Wir bleiben da so auf unserer Schiene. Das sollte da so laufen. Zusammenhalten heißt auf jeden Fall da. Wir sind auch froh über jede Kritik, auch die, was uns kritisieren, weil die geben uns natürlich auch wieder einen Aspekt. Und denken uns, okay, stimmt eigentlich irgendwie recht in die Richtung und so. Und in diesem Sinne, bleibst dabei, Kette rechts, Peter Radia. Ja, in dem Zusammenhang wollte ich nochmal sagen, danke an denjenigen, der geschrieben hat mit diesen Windschutzhüllen für die GoPros, weil seitdem haben wir kaum mehr negative Kommentare zum Ton bekommen und das ist echt saugut, auch wenn ich nie im Kreis gesprungen bin, wie Rumpelstilchen. Das wäre eigentlich ja noch offen. Das ja, stimmt, dann. Ja. Danke. Geht's weiter auf den Trail, oder? Genau, mir geht's weiter auf den Trail. Ja, es ist schon August, leider ein relativ kurzes Jahr durch die Corona-Geschichte. Trotzdem haben wir viel erlebt bis jetzt. Und das Wichtigste aber bei der ganzen Geschichte, was ich noch sagen wollte, war es jetzt Kamera, war es jetzt Auto etc. Bis jetzt sind wir relativ unfallfrei geblieben. Vicky hat einen größeren Crash heuer hingelegt, waren einige Blessuren und Cuts, aber Wichtigste nicht ist ganz Schlimmes, ganz Schlimmes. Das ist immer das Wichtigste. Es geht weiter, der Fokus Biken steht bei uns vorn. Ist ein bisschen ein komisches Jahr gewesen. Oder es war vielleicht ein Jahr, das was sagt, wie die nächsten Jahre werden. Oh, vielleicht. Ich will wieder wiesen. Ja, das stimmt. Wir wollen auch einige Sachen. Aber vielleicht, was wir daraus gesehen haben, dass auf kleinem Gebiet auch brutal viel geht, das hat es uns echt gesagt. Also, ja, wir wohnen ja auch gut. Genau, wir wohnen gut und es geht immer noch was. Und das ist schon cool. Man muss nicht was gut in der Welt umfahren, irgendwo hinfliegen zum Radfahren. Also es geht wirklich viel bei uns und man muss aber auf jeden Fall halt zusammenhalten und sie motivieren, glaube ich. Genau. Das ist das Wichtigste. Die Sonne. Ja. Wir blenden uns ganz schön. Apropos Sonne, ihr seht, die ist schon brutal flach. Jetzt müssen wir uns beeilen. Wir müssen uns beeilen, sie geht bald unter. Und ja, der Trail wartet auf uns, ist staubtrocken. Danke. Genau. Macht es gut in diesem Sinne. Pfiat euch. Ciao.